Mein Name ist Otto Gehmacher, ich bin Arzt im Krankenhaus Hohenems, Internist und bin der leitende Oberarzt auf der Palliativstation. Palliativmedizin bedeutet lindernde Medizin. Es geht vor allem darum, dass man schwerkranken Patienten ihre Beschwerden erleichtert, Schmerzen behandelt. Es handelt sich vor allem um schwerkranke Menschen mit einer begrenzten Lebenserwartung, dass die eine bessere Lebensqualität haben. Was gibt es von Ihrer Seite heute zum Erzählen? Ja, heute geht es mir besser. Mhm. Ist auch mein Magen etwas besser. Ja, schauen wir da. Puls haben wir tasten, gell? Ja, das schaut immer ganz gut aus. So ja, geil. Also, ja. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wir schauen jetzt dann nochmal im Ultraschall nach. Das kennen Sie vom ersten Tag, gell? Das können wir im Bett machen, da müssen wir es nicht aufstehen. Und dann schauen wir einfach, was die Verdauung macht, weil das war so ein bisschen das Problem, wo es kommen sind, dass das mit der Übelkeit und das gar nicht viel essen haben können. Und dann tun wir da nochmal uns vergewissern, dass alles passt. Ja, der Schrecken, jetzt wird es ein bisschen kalt. Gell? Ja. Palliativstation wird im Volksmund wird es sehr oft als Sterbestation bezeichnet. Natürlich sterben bei uns auch Patienten auf der Station. Es sind schwerkranke Menschen, die zu uns kommen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass auch sehr viele Menschen wieder nach Hause gehen, dass sie ohne Schmerzen oder mit gut eingestellten Schmerzen nach Hause gehen, sodass auch das so ein bisschen ein rehabilitativer Charakter unserer Arbeit ganz ein wichtiger Aspekt ist. Und dass manche, sehr viele Menschen eine große Berührungsangst haben, hierher zu kommen, weil sie das Gefühl haben, das ist die letzte Station, wo sie nicht mehr nach Hause kommen. Was die Patienten erwarten von einem Palliativmediziner ist einerseits, dass er ihnen Schmerzen nimmt und auch, dass er Sicherheit vermittelt, dass sie nicht Angst haben müssen vor unerträglichem Leid, dass jemand da ist, der ihnen beisteht und auch jemand, der ihnen ihre Würde lässt. Die Palliativstation unterscheidet sich vom Akutspital einfach dadurch, dass hier viel mehr Ruhe herrscht. Wenn man herkommt, merkt man auch schon, es ist ein ganz anderes Ambiente, es ist so ein bisschen wohnlicheres Bild, es gibt Nischen, es gibt Sitzecken für Patienten. Es gibt so, glaube ich, den letzten Raucherraum oder das letzte Raucherrückzugsszenario im ganzen Krankenhaus. Das ist so eine Nische, wo Patienten einfach rauchen dürfen, weil das hat sehr oft mit Lebensqualität zu tun und es macht nicht viel Sinn, einem Menschen, der 30, 40 Jahre geraucht hat, jetzt im Rahmen seiner lebensbedrohlichen Erkrankung das Rauchen abzugewöhnen. Die Vorbereitung aufs Sterben ist etwas, was unterschiedlich ist. Manche Menschen sprechen sehr gerne oder gerne sprechen darüber, sprechen vielleicht auch frühzeitig über die Möglichkeit des Sterbens oder dass sie sterben werden. Andere verdrängen das sehr, sehr lange und man muss vielleicht auch den richtigen Moment abwarten. Es kommen dann solche Signale, so Testfragen zum Beispiel. Zu Weihnachten werde ich schon noch da sein, Herr Doktor, und dann der große Blick, ob das auch wirklich realistisch ist. Natürlich berühren einen solche Schicksale. Es ist nicht immer gleich. Es gibt gewisse Routinen natürlich auch im Umgang mit dem Sterben oder auch mit schwerkranken Menschen. Aber gerade Leute, die man länger betreut, Schicksale, mit denen man sich auch sehr identifiziert, wo kleine Kinder da sind, Menschen im gleichen Alter oder Ähnliches. Solche Situationen nimmt man auch mit nach Hause und da ist es auch wichtig, dass man gut abschalten kann. Das, was mich am Mountainbiken fasziniert, ist einerseits das so durch die Landschaft fahren, es hat auch so etwas Meditatives. Ich denke, man muss auch körperlich gut beisammen sein, um so den Arbeitsalltag gut zu meistern. Für mich war immer auch wichtig, neben dem Beruf, der viel Zeit konsumiert und der auch für mich wie ein Hobby nach wie vor ist, auch viel Zeit für die Familie zu haben. Einfach vielleicht einmal einfach gemütlich beisammen sein, zu lesen, zu plaudern, Kaffee miteinander zu trinken. Die Mahlzeiten sind bei uns etwas ganz Wichtiges, wo sich die Familie trifft.
Ja, das Medizinstudium hat in Innsbruck stattgefunden. Ich bin ja von Salzburg dann zum Studium nach Innsbruck. Dann war es zu der Zeit ziemlich schwierig, so eine Stelle zu kriegen in Österreich. Und ich habe mich dann auch verschiedenen Stellen im Ausland beworben. Und das hat dann in einem kleinen Homeland-Spital in Südafrika, in Kasankulo, das dann geklappt, dass ich dort dann als Turnusarzt anfangen konnte. Ja, Afrika war so ein, kommt man so aus Österreich, aus einer behüteten Welt, und dann in Afrika war mal alles ganz anders. Also es war ja am Anfang schon eine gewaltige Überforderung, aber es war ein ganz besonderes Team dort. Es war so ein zusammengewürfeltes Team aus Ärzten von Südafrika, schwarzen, weißen Ärzten. Das war wirklich ein kleiner Schmelztiegel an Menschen. Man sieht auch, dass das Sterben etwas ist, was dort einfach tagtäglich passiert. Die Leute sind auch betroffen, aber irgendwo ist das Sterben nicht etwas, so was an den Rand gedrängt ist wie bei uns. Es wird dann geschrien und lautstark artikuliert, diese Trauer nach außen gelassen, aber gleichzeitig können Leute auch wieder besser mit dem umgehen, dass einfach auch Kinder sterben, dass Menschen sterben. Diese 2,5 Jahre in Afrika waren mit von etwas vom Eindrücklichsten in meinem Leben bisher. Machen, gell? Das ist nicht selbstverständlich und einfach melden, wenn es zu viel wird. Ja. Mein Name ist Elisabeth Kessler. Mein Anfang von der Krankheit war eigentlich ganz überraschend. Von einem Tag auf den anderen. Also ich war gesund und krank. Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs und jetzt so auf, so wieder, ja, dass ich zu Kräften komme, bin ich jetzt hier 3 Wochen mindestens, und dann sollte es weitergehen mit Chemotherapie. Die Strahlentherapie habe ich schon fertig mit 25 Bestrahlungen. Die in dem Film speziell befragte Patientin ist ja auch ein schönes Beispiel, dass Menschen auch kommen, die nicht unmittelbar sterbend sind, sondern die sehr belastende Behandlungen hinter sich gehabt haben, Strahlentherapie, Chemotherapie, eine große Operation. Ich bin jetzt eine Woche hier und es geht eigentlich jeden Tag aufwärts. Ja, bin zufrieden. Das Menschliche, das ist also einmalig beim Dr. Gehmacher. Die Ruhe, die er hat, Verständnis und die Zeit, was er sich nimmt. Ja, etwas, was immer auch wieder sehr, sehr tragisch ist, dass sehr viele Menschen eigentlich ihr Leben nicht gelebt haben. Der Klassiker ist, dass jemand sich auf die Pension freut, viele Dinge vorhat und dann kommt die Krebserkrankung, die das alles verhindert. Und das lernt man auch auf dieser Station, dass man sein Leben lebt, dass man jeden Tag bewusst auch lebt und dass man nichts verschiebt, sondern sagt, die Dinge, die mir wichtig sind, die möchte ich jetzt erleben und jetzt umsetzen. Und dass man auch sehr dankbar ist für das, dass man gesund ist, dass man eine gesunde Familie hat und das nicht als etwas ganz Selbstverständliches hinnimmt.